Moin Moin, da scharf am Start mit einer Folge Gremlins Inc. Vier Spieler, jeder gegen jeden. Rangliste. Wir spielen mal den Flickschuster. Erste Folge, Flickschuster, warum nicht? So, der Tüfter bekommt bereits am Anfang der Runde einen Punkt. Das ist die zu erreichende Punktzahl 30. Wir befinden uns auf dem Schrottplatz. Geldsack wäre schon mal ganz cool. Selbstdarsteller. Okay. Da vielleicht. Nein. 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 Warum? Alles nein. Ich würde gerne hohe Karten haben. Damit ich schneller laufen kann. Das sieht schon um einiges besser aus. Wir sagen nochmal Tag zusammen. Ja. Für die, die das Spiel nicht kennen, das ist das Spielfeld. Wir haben bestimmte Spots, an denen man verschiedene Karten ausspielen kann. Zum Beispiel Geheimbund kann ich beim der Bank ausspielen. Und die anderen Karten jeweils bei ihren Spots. Wir haben hier das Podium. Dort kann man um Stimmen würfeln. Dann haben wir hier das Risikofeld. Dort kann man um ein Ungemach würfeln. Das Polizeifeld. Dort kann man darum würfeln, um in den Knast zu gehen. Wir haben hier das Glücksspielfeld, da kann man um alles Mögliche würfeln. Meistens Geld, manchmal ein bisschen Stürmen, je nachdem, was man würfelt. Und das Einkommensfeld bringt einfach Geld und das Bestechungsfeld zieht Geld ab von dem eigenen Konto. Das haben wir hier oben. Die einzelnen Charaktere haben Spezialfähigkeiten. Ich selbst zum Beispiel als Flickschuster kann Schrottplatzkarten, ich habe jetzt leider keine auf der Hand, auch im Casino ausspielen. So, wir sind erstmal dran. Und zwar, was wäre denn sinnvoll zu tun? Wir könnten jetzt schon die Wahlkampagne starten. Abgekartetes Spiel ist vielleicht nicht so sinnvoll. Mal sehen, mal sehen. Also ich würde gerne den Geheimagenten mal in die Taschen gucken. So, das sieht alles nicht so toll aus. Weltuntergangsuhr. Der Quatsch, der Quatsch. Fast gewonnen, schon zerronnen, sieht mir eigentlich am besten aus. Ja. Wäre jetzt nicht so, der Top-Hit. Aber wir sind etwas näher an der Bank dran. Das ist am Anfang ziemlich wichtig, so oft wie möglich die Bank zu besuchen, um das Einkommen zu steigern, das man dann auf den Einkommensfeldern bekommt. Man sollte das so ungefähr, bei 80, 90 Gold halten. Das würde schon ganz gut aussehen. Spezialfähigkeiten, wenn ich der ärmste Spieler bin, kann ich über ein Ungemachfeld rüberziehen, ohne dass ich ein Ungemach bekomme, wie gerade hier der Geheimagent. Ansonsten bekomme ich 30 Gold extra, wenn ich im Schrottplatz würfel. Wow, da ist die erste Macht der Schleichung. Er ist jetzt Gouverneur. Bedeutet, er kann über Polizeifelder und Bestechungsfelder einfach hinwegziehen, also kann drauf stehen bleiben, ohne dass ihm etwas passiert. Alle anderen kriegen Abzüge oder müssen würfeln. So. Wir haben hier einmal die Spezialfähigkeiten des Flickschusses. Ich zeig dir einfach mal, ich glaube, das geht schneller. Der Spieler. Der Geheimagent. Und der Tüftler. Aber wir werden die Spezialfähigkeiten auch im Spiel sehen. So. Ich würde gerne direkt erst einmal in die Bank. Astralaufzug passt. Ich muss einmal aussetzen. Dafür, dass ich den Astralaufzug benutzt habe. Aber das macht nichts. Schon mal 40 Gold. 40 Einkommen sicher. Vorerst. Man weiß nie, was dann noch so passiert. So, wenn wir auf ein Einkommensfeld kommen, bekommen wir das Doppelte. Sprich, ich werde versuchen, da ich hier nichts einsetzen kann, mit der Flüstertüte der Demokratie 6 Schritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte aufs Einkommensfeld zu gehen und mein Einkommen zu verdoppeln.
So eine Gesamtstrategie neben dem Einkommen ist auch die Arglist niedrig zu halten. Weil am Anfang kann man so recht einfach Wahlen gewinnen oder auch später bekommt man dann Stimmen. Ja, man sollte auch sich immer so ungefähr ein wenig im Mittelfeld bewegen und wenn es geht, eine hohe Karte in der Hand haben. Also eine Karte mit vielen Punkten, sodass man einen Sprung machen kann. Sprich, wenn andere Spieler so 25, 26 Punkte haben, fangen die an, sich zu bekriegen. Und wenn man selbst 23 oder 24 Punkte hat und man spielt eine hohe Karte aus, kann man das Spiel fast direkt beenden. Ja. Wollen wir mal sehen. Ich setze aus. Der Spieler setzt auch aus. Dann ist nochmal der Geheimagent und der Tüftler dran. Also, das Spiel ist für alle die etwas, die so ein bisschen auf Mensch, ärgere dich nicht mit Karten spielen. So ungefähr kann man das verstehen. Es gibt hier wirklich Situationen, die sind zum Verzweifeln, weil das gesamte eigene Spiel hängt so ziemlich von den Karten ab, die man bekommt. Und meine Karten sind so halb-halb. Insofern, dass ich hier eine recht miese Karte habe. Ja, wenn ich diese Karte zum Ziehen einsetze, muss ich eine Runde aussetzen. Das heißt, ich sollte vielleicht versuchen, am besten mal diese Karte loszuwerden, ohne sie einzusetzen. Was bedeutet, entweder in der Fabrik oder aber ich gehe zur Hölle, kassiere ein Arglist, bekomme 100 Gold und bekomme neue Karten. Allerdings ist hier immer der Knackpunkt auf dem Weg zur Hölle. Viele scheitern daran und kriegen dann ein Ungemach, das fatal sein kann. Ja, ein Zuschauer. Das geht auch. Man kann bei Rankings zuschauen. Die Ungemache sieht man hier. Ja, es gibt eine Menge an Ungemachen. Wir werden dieses alles so mit der Zeit sehen, was es so gibt. Ansonsten gibt es verschiedene Arten von Karten. Zum Beispiel die Karten, die ich alle gerade auf der Hand habe. Ich setze mal 9. In der Hoffnung, dass der Tüftler vielleicht. Na, 10 Sätze, okay. Die anderen haben nicht mitgemacht, aber was soll's. Der, der jetzt am niedrigsten geboten hätte, hätte sozusagen 2 Punkte Abzug gekriegt. Hätten die anderen 11 Punkte investiert, hätten wir den Tüftler dann gekriegt, aber naja, wir haben doppeltes Einkommen bekommen. 80. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel eine Karte, die ist öfters als einmal im Deck, nämlich dreimal. Diese Karten hier sind alle einmal im Deck. Ja, es steht keine Anzahl da, weil die recht speziell sind. Das ist eine recht gute Karte. Das ist die einzige Karte, womit man aus dem Knast rauskommen kann und einen anderen Spieler in den Knast schicken kann. Ansonsten gibt es nur noch Ausbruch. Das heißt, ich könnte. Oh, schon so früh. Wow. Das war gemein. Ja, er hat Falschaussage eingesetzt. 2 Punkte und 100 Gold. Das ist hart. Plus Gefängnis. Ärger dich nicht, Tüftler. Ja. Es kann ja jeden treffen. Unverhofft kommt hier sehr, sehr oft. Huhuhu. Ich halte mich noch so ein bisschen im Hintergrund. Ist, glaube ich, auch besser so. Ich kann Geheimbund wieder nicht einsetzen, diese Runde. Ich sollte nur versuchen, direkt auf dem Goldfeld zu landen. Dafür bräuchte ich 7 Schritte. Ich habe aber keine allzu gute Kombination für 7 Schritte. Nur den Geheimbund und eine profitable Bla. So, ist die Frage Wahlkampagne oder nicht? Okay, ich werde eine profitable Begegnung einsetzen. In der Hoffnung, was Gutes zu bekommen. Ich bekomme nichts Gutes. Ich bezahle. Während die anderen alle so einen hohen Malus haben. Beziehungsweise Bestechung und ich nur die Hälfte. Das liegt daran, dass ich mit weniger angefangen habe.
eine Spezialfähigkeit meines Charakters. So, ja. Ich sollte jetzt versuchen, direkt in die Bank zu gehen. Man weiß nämlich nie, was als nächstes kommt. Ja, what? Wieso ich? Er kommt auch direkt nach mir, meine Güte. Ich sag dazu nur einfach angreifen. Ah. Beruhigen, nicht aufregen. Ja, Hartz IV Express. Keine Ahnung. Ich würde halt ungern den Hartz IV Express aufwenden. Lieber den Entschleuniger jetzt raushauen, auch wenn ich dann einmal an der Bank stehe. Nicht aufregen. Ist noch alles offen. Es ist nicht viel passiert. Warum sollte er den Spieler das Einkommen wegnehmen? Weil der Spieler kann Einkommen durch seine Spezialfähigkeiten generieren. Das kann kein anderer von uns. Und er nimmt mir mein Einkommen weg. Ah. Naja. Dann muss ich ja noch ein paar mehr Runden laufen. So. Wow, Top Card. Sowas nennt man Pro Gaming. Wie gesagt, es ist ein absolutes Glücksspiel, teilweise. Ja, und das geht hier jeder gegen jeden, heißt wirklich jeder gegen jeden. Es gibt einige Spieler, die sich absprechen, aber dagegen wird viel getan. Ja, meine Karten sind nicht so Bombe. Ich kann halt, also 7 Schritte sind es bis zum Marktplatz. Ja, ich könnte halt 3-3 aufs Goldfeld gehen. Oder aber, ich sag mal riskant, 4 Schritte, nicht würfeln, würde 11 verlieren, hätte 84, könnte in den Marktplatz reingehen, hätte 284, würde bezahlen, hat 4 Express für 100 Gold. Vergessen wir den ganzen Plan einfach. Puh, okay. Okay, ruhig bleiben. Wir werden den ursprünglichen Plan verfolgen. Wir gehen mit 2-3er-Karten. 3-6. Das passt. Aus Einkommensfeld. Und haben dann 22, 126. Ja, so knapp 244. Es reicht immer noch nicht ganz. Aber hier ist nochmal ein Einkommensfeld und dann könnten wir es schaffen. Ja, es gibt auch zwei, also es gibt mehrere verschiedene Typen von Karten. Wir haben hier zum Beispiel eine geheime Karte. Hier auch. Wenn jemand jetzt mein Deck durchforstet mit seiner Polizeikarte, würden die automatisch rausfliegen. Dann gibt es noch diese Karten mit dem grünen Kennzeichen oben. Das sind permanente Karten. Der Spieler hat zum Beispiel eine gespielt. Die gibt permanent einen Bonus. Und dann gibt es noch kriminelle Karten. Auch hier gerade die böse Statue. Wenn jemand das Deck eines anderen Spielers durchsucht und sieht so eine Karte, dann würde der direkt ins Gefängnis wandern. So, ich überlege jetzt, ob ich. Ja, ob ich die Wahlfälschung schon durchziehe. Weil an sich könnte ich für Schnickschnack beim Casino vorbeigehen und dann zum Gericht. Aber naja. Die Sache ist ja, der Spieler legt hier richtig los. Er ist richtig gut dabei. Er kriegt halt auch jedes Mal, wenn er eine Karte mit Arklas einsetzt, 50 Gold extra. Ich hoffe halt, der Geheimagent fokussiert mich nicht zu hart. Ja, ich. 41 ist Wahlfälschung nicht schlecht. Ich soll die Karte behalten. Das heißt aber, ich müsste Schnickschnack einsetzen. Ich glaube, ich plane etwas um. Wow. Okay.
zwar plane ich insofern um, dass ich mit Strafe zuzüglich Gebühren nach unten hier laufe. Mit verraten Verkauf, sei die Karte noch so gut, in den Schrottplatz gehe. Da ich momentan das wenigste Gold habe, würfel ich, bekomme 30 Gold plus vielleicht etwas und kann gleichzeitig Schnickschnack einsetzen. Dann zum Marktplatz laufen, meinen Punkt verkaufen für 200 Gold. Es war bereits Inflation, das heißt, das wäre gar nicht mal so problematisch. Und hätte denn mehr Möglichkeiten auch mal Punkte zu generieren. Momentan sind der Tüftler und der Spieler natürlich im Fokus, wobei ich allerdings sagen muss, dass mir der Geheimagent am meisten Sorgen macht. Denn der hat bereits ein Einkommen von 60. Im Gegensatz zu den anderen, die müssten ja zweimal auf ein Einkommensfeld kommen, um das zu generieren, was der Geheimagent bei einmal generiert. Also beim rein rüberlaufen. Auch. Die Jungs nutzen ganz schön viele Ungemaßfelder. Also sollte es momentan zur Wahl kommen, würde ich die Wahl gewinnen, weil ich kaum Ungemach habe. So. Ja, ich würfel. Leider hat der Spieler mehr Gold gehabt. Weil er noch was eingesetzt hatte. So, die Idee wäre es nun, einen Auftrag von Billes zu behalten, die Wahlfälschung zu spielen, um an Stimmen zu kommen, und dann mit Perpetuum Mobile Richtung Marktplatz irgendwann mal einzusetzen und damit Hans IV Express zur Astralebene zu reisen, einen Auftrag von Billes einzusetzen und 7 Punkte zu holen. Ist es ein ziemlich, ein Plan, der noch ziemlich weit weg ist. Von Gut und Böse. Da sind wir wieder bei 0 Punkten. Wir haben ein bisschen Gold. Wir haben nochmal Schnickschnack. Das können wir im Casino einsetzen. Das ist recht günstig. Das Problem ist halt, dass ich mich gerade an diese 4 Karten binde. Beziehungsweise an diese 5 Karten binde. Und immer nur mit dem ziehen kann, wenn ich meinen Plan, der viel zu weit gedacht ist, durchsetzen möchte. Und ja, ich hoffe, es kommt einfach als nächstes eine 5er-Karte. Warum nicht? Oder ich verwerfe meine Aktion, ziehe mit Billes. Es kommt ganz darauf an, was so reinkommt. Ja. Die 2 ist nicht so geil, aber es gibt viele 3er-Karten. Ich werde die 2 einfach setzen und nochmal mich so langsam fortbewegen. Schleppend. Wirklich schleppend. Vielleicht bin ich dann auch 8 Runden schon beim Gericht. Aber wenn ich erstmal beim Casino gewesen bin, habe ich einen Punkt mehr. Also einen Punkt mehr und einen Kartenslot mehr. Den ich etwas freier nutzen kann. Den Spieler macht mir wirklich Sorgen. Der kriegt ja Karten auf die Hand, das ist unglaublich. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ziemlich blöd. Ich werde meinen Plan verwerfen. Wie mache ich das? Ich glaube, ich werde Hartz IV Express einsetzen, um ins Casino reinzukommen. Und dann mit Rundum-Sorglos-Paket. Wobei ich
8 Punkte für 550. Mach der Wahl? Nee. Er hat sich irgendwas gegeben. Ja, hat sich Express. Ich muss einfach vorankommen. Somit ist der gesamte Plan wieder verworfen. Aber so ist das halt. So, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr zur Astralebene so einfach kommen. Das heißt, ich werde jetzt einen Auftrag von Billes verwenden. Dann rund um Sorglospaket, also 5 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf Einkommensfeld. Mit irgendeiner Karte reinziehen, Geheimpunkt einsetzen und dann mich Richtung Büro begeben mit dem Mäzen. Wieder ein langer Plan. Wird sich bestimmt wieder zwischendurch ändern. Der Spieler macht mir echt Sorgen. Für 14 Punkte bereits und er scheint die ganzen Karten zu kriegen, mit denen Punkte manipuliert werden. Das ist ja Glückssache. Das war umsonst. Na gut, immerhin 4 Stunden für ihn. Ach ja. Ich ärgere mich gerade, weil ich nur so eine Karte bekommen habe. Was soll ich mit der? Nervig ohne Ende. Er wird jetzt hier bestimmt direkt das Opfer bringen. Also, das sind Chaoskarten. Die kann man eben auch auf diesem Feld einsetzen. Aber man muss halt bestimmte Sachen bezahlen, Stimmen, Gold oder halt permanente Karten. Eine permanente Karte. Was ging hier gerade ab? Okay. Ja, das ist wieder so ärgerlich. Allerdings. Ach, mit dem Mäzen aufs Feld. Nein, das ist nicht so toll. Ich kann 2-3er gehen. Nein, das ist auch nicht so toll. Ich glaube, ich werde nicht. Oh Gott, noch eine Einerkarte. Ja, ich wollte jetzt mit dem Mäzen auf das Feld gehen. Und dann. Oh Mann. Ah, was für ein. Oh Mann, oh Mann, hat der Glück. Ja. Ich glaube, ich sollte aufhören rumzueiern. Und irgendwie wenigstens noch ein paar Punkte abstauben, bevor der Spieler hier das Ding komplett zumacht. Weil momentan bin ich gerade so Platz 3 vorm Geheimagenten. Aber es kommen, ich denke mal, gleich wieder ein paar Polizeikarten rein. So, ja, ich werde den mit 10 benutzen. Ja, Helfomat. Wenn ich mal irgendwann das Gold dafür hätte, den einzusetzen. Ist jetzt halt mega knapp. Irgendein Event könnte mich bereits raushauen wieder. Und ich kann mein Gold nicht steigern. Was kommt noch dazu? Ja, und das ist natürlich richtig mies, weil er wird mich nehmen. Nein. Wow. Wieso das? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, er ist gierig aufs Gold und der Tüftler interessiert ihn gar nicht so sehr. Aber okay. Falsch gedacht. Ja, Geheimbund. 2 Punkte, ein paar Stimmen. Wow. Das meine ich. Nicht den Geheimagent unterschätzen. So, hoho. Noch 2 Runden bis zur Wahl. Ja, ich müsste auch noch in den Marktplatz reinlaufen. Um die Verleugnung irgendwie wegzuhauen. Ja, ich habe nicht gerade die schnellsten Karten. Kann nur schlimmer kommen. Also vielleicht auch, wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt eine Dreierkarte. Also ich werde 2 Karten verwenden, kann dann hier raufgehen und dann hier rüber schreiten mit dem Einer.
Aber ich sollte mir das offen halten, weil die Wahl, wenigstens Gouverneur, würde ich gerne werden. Das Problem ist, ich bin der zweite Spieler, der in der Reihe ist. Das heißt, nach mir sind nochmal zwei Spieler dran, die nochmal die Wahlen in ihre Richtung manipulieren können. So, wir haben tatsächlich es geschafft, mal in die Wahl. Ja. Einer für sich interessiert ist. Ja, ich würde mir jetzt das offen halten. Ich würde hier mit einem Dreier hingehen, ein bisschen Vitamin B spielen lassen und dann mir offen halten, mit 4 Schritten in den Marktplatz reinzugehen. Oder eben mit einem Schritt hier rüber zu gehen. Vielleicht gehe ich wirklich in den Marktplatz und hole die Verleumdung da raus und verkaufe da noch einen Punkt, um ein bisschen Geld zu generieren. Aber es wird mir auch nicht so viel bringen, einfach wieder hier zurückzulaufen. Ja, es ist halt so mies gewesen am Anfang, dass er mir das Einkommen runtergehauen hat. Dass der Geheimagent mir das Einkommen runtergehauen hat. Ich meine, der Tüftler hat 0. Es geht immer noch schlechter, also man sollte sich nicht zu viel beschweren. Okay. Also ich bekomme Stimmen 15, 15 durch 2, 7 abgerundet, 3 Stimmen sind 10 Stimmen, wäre auch eine Chaoskarte. Da ich der ärmste Spieler bin, komme ich hier wahrscheinlich, komme ich ohne Probleme darüber. Und das wären immerhin 6 Punkte. Ich könnte sogar auf Opfer gehen. 11 Punkte. Ich müsste halt nur schnell sein. Ah, juckt's in den Fingern. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Der Spieler und der Geheimagent, ja, der Geheimagent wird nichts tun, aber der Spieler. Entschuldigung. Ich muss erstmal schauen. Ja, die böse Statue, ich weiß nicht, ob er die abgeben wird. Wäre natürlich verführerisch für ihn, die sich die 5 Punkte zu holen. Okay, dann geht die richtig los. So, weiter mit dem Plan. Ablass. Ja, ich könnte jetzt einen Spieler ausrauben, das möchte ich aber nicht tun. Ich würde lieber Stimmen senken. Ja, beim Spieler. Verkaufe ich was? Nein. So, die Frage ist, wird er Richtung Hölle gehen? Das ist jetzt die große Frage. Geht er Richtung Hölle? Ich meine, ich kann so oder so Richtung Hölle gehen, da niemand sonst die Stimme hat. Allerdings, ja, ich sollte langsam hinterhergehen. Ihn nicht überholen. Sonst gehe ich Gefahr, dass er mich noch ins Gefängnis bringt. So, ich hoffe, dass du ins Casino gehst. Danke, 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 danke. So, ich hoffe, er kommt nicht mal nochmal komplett rum. Das wäre jetzt nämlich meine Angst gewesen, dass er hier mit einem Fünfer vielleicht nochmal zurückkommt. Wenn ich hier gestanden hätte und ich habe kaum Gold. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich versuchen, mir die 11 Punkte hier zu holen. Er ist das Opfer. Es kommt drauf an, wie er läuft. Es kommt drauf an, wo er hinläuft. Vielleicht sollte ich auch das Opfer erst als zweites holen. Weil die Stimmen kann ich hier richtig schnell verlieren. Er läuft nach oben. Er läuft zum Gericht. Das heißt, ich werde erst die Stimmen einsetzen, weil ich sonst, wenn er im Gericht eine meiner Stimmen konfisziert, das Ganze hier nicht mehr einsetzen kann. Er hat noch Gold, okay. Okay, er hat auf jeden Fall Gold.
Das ist auch wichtig, dass ich jetzt der Spieler mit dem geringsten Einkommen bin, also mit dem geringsten Gold oder Geld, damit ich Apathie wirken lassen kann. So. Erstmal gern das Chaos. Agent des Chaos. Ich kann Agent des Chaos nicht einsetzen. Und ich weiß nicht warum. Ist jetzt das Spiel. Ich habe die Connection zum Server verloren. Ich hoffe, er setzt die Stimme ein. Ich hoffe so. Er hat nicht die Stimme eingesetzt, aber... Oh, okay. Er hat nicht die Stimme eingesetzt. Fatal eigentlich. Aber... Ja, aber er hat zumindest das weggehauen, meine permanente Karte. Und glücklicherweise hat der Spieler nicht meine Stimme konfisziert. Und ich kann nun mit etwas Glück drei hinein. Daumen drücken, extra Zug, also das ist ein Zug, zwei Zug und dann wäre ich schon so gut wie wieder zurück. Ich bin nicht mehr der Ärmste. Ich verliere Gold, das macht mir nichts. Ja, okay. Er hat nichts. Er hat leider nichts. Aber die Dividenden weggeworfen, weil er weiß, er muss dafür entweder 50 zahlen oder er kriegt nur 40, wenn er sie einsetzt. Also warum nicht wegwerfen? Der Spieler bleibt weiter im Gefängnis. Ah, das ist halt so wichtig, dass ich mir jetzt Agent des Chaos hole. Ohne dass eine Wahl dazwischen kommt. Die Sache wäre halt so, wenn ich jetzt mit Daumen drücken extrem viel Geld gewinnen würde, wäre es für mich sehr verführerisch, eine gute Investition einzusetzen, weil das würde mein Einkommen steigern. Allerdings wäre ich dann wieder so weit von der Hölle entfernt. Ach ja. Abwarten, was passiert. Einfach mal abwarten, was passiert. So an und für sich kann ich auch die Bestechung langsam einsammeln. Momentan würde ich es ungern tun, weil wir alle gleich auf sind. Mit der Arklist. Wir haben alle 7. Das sagt hier nicht Hinweise. Diesmal. So, komm schon. 75 Gold. Okay, das ist mir nicht genug. Das ist mir absolut nicht genug. So, ich wäre dann auch immer bei 15 Punkten. Der Geheimagent wird gleich eine Karte ausspielen. Ja, ich könnte auch... Nein, komm. Mit etwas Glück.
Ja, ich muss das nehmen. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt noch irgendwie an Punkte ran? Das Einkommen ist halt super niedrig. Ich müsste halt wenigstens den Tüftler einholen. Der Geheimagent wird hier mega gefährlich werden. Auch wenn er recht weit zurückliegt, an und für sich. Aber gleich ist er oben auf. Das steht fest. Das steht schon sowas von fest. So, ich werde mit dem Geldsack nach hier gehen und dann versuchen, Jackpot einzulösen. Ich gehe zwar ein bisschen Gefahr dabei, dass ich erwischt werde mit Teufelei und im Gefängnis lande, aber ja, ich habe hier einiges zu verlieren, also muss ich auch risikohaft spielen. Nein, das war nicht so gut, das war nicht so gut. Warum hast du nicht den Geheimagenten eingebuchtet? Ich könnte mich ärgern. Ich könnte mich auch ärgern. Ich habe gerade einen Punkt verloren. Das tut weh, das tut weh. Das tut so weh. Ich sollte wirklich... Oh, tschalla. Oh, Bein geschossen. Ich sollte auf jeden Fall versuchen... Tüftler einzusetzen. Ja, das war so klar, Tüftler, dass da irgendwie so ein teures Ding kommt. Aber naja. Man spielt hier gegen alle, nicht nur gegen einen. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wow, wow, wow. Noch zwei Stimmen und er kann hier oben die Chaoskarte spielen. Wenn er dann wieder hinkommen würde. Ja. Tu irgendwas, Tüftler. Ich sammle verzweifelt Geld ein. Ja, Selbstzerstörer wollen wir nicht so viel bringen. Nein, ich möchte nicht spielen. Die Sache ist nun allerdings. Ich habe gefälliges Artefakt gezogen. Was für ein glücklicher Zufall. Die Frage ist halt, wie komme ich wieder runter? Ich glaube, ich werde Selbstdarsteller einsetzen. Jetzt kommt die Wahl. Ich werde meinen Posten verlieren. Komm, ich weiß, was du auswählst. Jawohl. Mein Unglückstreffer ist auch ziemlich cool, aber ich muss mich halt entscheiden. Ich krieg nicht alles durch. Ja. Ist halt super gefährlich, wenn ich jetzt eine 1er-Karte und eine 3er-Karte kriege. Dann stehe ich davor und schaue dumm aus der Wäsche. Ich sollte tatsächlich mich für den Selbstdarsteller entscheiden. Und keiner mit dem Ring. Also wenn ich jetzt irgendwie eine 3, eine 4, 5 würfle, dann kann ich immer noch mit dem Ring rüberziehen. Aber ich den Ring setze, ja, eigentlich ist es egal, aber, wobei, ja, ja, ich sollte den Ring setzen, vielleicht ziehe ich dann noch eine 3er-Karte, machen wir es so. Noch, glaube ich, mehr Logik, als sich auf das Glück hier zu verlassen. Ja, vielleicht würfel ich auch eine hohe Karte und komme hier rüber, aber ich habe nicht, das geringste Geld. Ja, ich weiß nicht, aber nicht. Der Geheimagent. Mechanisches Beben.
Ich hätte ein bisschen was anderes gehofft. Irgendwie so eine Geldstrafe oder so, die er nicht bezahlen kann. Aber ich bin mir halt selbst nicht mehr so 100% sicher, was er auf der Hand hat. Der Spieler könnte jederzeit das Spiel beenden. Er bräuchte nur Hartz IV Express. Und dann zum Beispiel Astralebene könnte er dann eine kostenlose 6er-Karte einspielen, wenn er sie dann hat. Ähnlich wie ich mit meinem Artefakt. Aber ich komme auch auf 19 Punkte, wenn ich es dann sauber rüber schaffe in die Hölle. Ah, diese Anspannung. Diese Anspannung. Komm schon. Ja, wenn er sich so viel Zeit lässt, denke ich, oh mein Gott, ich habe die Connection verloren. So geht es auf mich. Ich würde heulen. Ich würde heulen. Einfach nur heulen, wenn das jetzt auf mich geht. Wenn er eine Polizeikarte zieht und mich durchsucht. Herzklabüster, Herzklabüster, aber nur. Oh mein Gott. Ach, uff. Komm, hab eine kriminelle Karte, ja. Boah, er hatte sogar den Hartz IV Express auf der Hand. Meine Güte. Das hätte es wirklich gewesen sein können. Oh je, oh je. Ah, ah, ah. Vorhin habe ich auch ein bisschen Angst, weil er weiß, dass wenn ich hier durchkomme, er eventuell letzter werden könnte. Ja, du hast 2 Karten und gibst sie dem nächsten Spieler. An und für sich der Healer. Okay, ich glaube. Er kriegt meine Karten. Ich meine, das ist sowieso egal. Es ist. Ja, an und für sich. Selbstzerstörer kann ich abgeben. Und Teufelei kann ich abgeben. Nein. Ich nehme den Healer. Gib ich den Healer ab? Ich gebe den Healer ab. Und hoffe, dass der Tüftler nicht den Healer bekommt. Ah, es war wieder so risikohaft. Ah, ich heule bestimmt gleich. Plan wäre mit 10. Salto Montale. Und die Geschäftsentwicklung einzusacken. Das wären nochmal 3 Punkte. Ist natürlich nicht so das super Ding. 3 Punkte für 300 Gold. Da gibt's Besseres. Ich habe auch den Glücksbringer auf der Hand. Aber ich muss hier wirklich Punkte generieren. Okay, er scheint nicht den Healer bekommen zu haben. So, ich hoffe einfach, dass ich durchkomme über das Ungemach. Ja, mein Einkommen sind noch weiter. Wieso auch nicht, wieso auch nicht. Wiederverwertung bringt 4 Punkte. Die Wiederverwertung bringt 4 Punkte. Soll ich noch ein paar Mal sagen? Die Wiederverwertung bringt 4 Punkte. Ich kann oben aber eine Karte ziehen. Nein, nein, nein. Wir spielen das langsam und Safety. Nein. Die Sache ist, ich hätte auch hier gehen können. Geschäftsentwicklung spielen können, hätte sogar mein Einkommen wieder gesteigert, hätte sogar eine Karte ziehen können und so weiter und so fort. Und hätte dann zum Marktplatz gehen können, einen Punkt verkaufen können und dann die Wiederverwertung Casino einsetzen können. Aber es ist halt ein extrem langgezogener Plan und ich glaube, ich gebe mich dazu zufrieden, dass ich dann noch den Glücksbringer durchkriege. 4 Punkte ist einiges, damit habe ich dann schon mal eine gute Chance, auch den Spieler sogar einzuholen. Mit diesen 5 Punkten. So, jo.
Problem ist, ich habe kein Einkommen. Er hat's bekommen, ja. Er hat mal Healer bekommen. Ja. Also werden die Karten auch in dieser Reihenfolge durchgetauscht. Er hat auch mein Selbstdarstell bekommen, alles klar. Die Stimmen bringen ihn an und für sich nicht so viel. Ja, wobei, er kann halt einmal rumlaufen und zack, zur Astralebene fliegen. Jack. Wäre nicht geil. Wäre überhaupt nicht schön. Das wäre wieder so ein Eigentor meinerseits. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass ich in den Fokus gerate. Da ich ja leicht Führer bin, obwohl der Geheimagent hier im Einzug das Ding für sich beanspruchen kann. Ich soll deswegen auch nicht zu langsam vorankommen. Das macht mir alles Angst. Oh nein. Nein. Nicht noch eine kriminelle Karte. Ich kann nicht hier rumschleichen bis zum Gärtner. Also er wird wahrscheinlich zum Gericht gehen, um sich eine weitere Stimme zu holen und das Spiel dann zu beenden. Und ich könnte selbst daran schuld sein, mich auf den dritten Platz zu verfrachtet zu haben, weil ich ihm die Karte gegeben habe. Plus Healer, wo er mit genau zwei Schritte gehen konnte und das Ding einsetzen konnte. Ja, wahrscheinlich ein großer taktischer Patzer. Aber es hängt noch vieles vom Geheimagenten ab. Und vom Tüftler. Noch ist er nicht weit vorangekommen. Er wird eine Karte spielen. Ist sie hoch? Wie hoch ist die? 22 Punkte? Kleinere Karte? Keine Karte, okay. Ich kann noch ein bisschen aufatmen. So, das ist zwar hier nicht so das Fest, aber was soll's. Wow. Ein bisschen leichtsinnig. Ja. Ich sollte wahrscheinlich wirklich versuchen, so schnell wie möglich zur Schatzkammer zu kommen. Der Geheimagent kann den Laden hier gleich dicht machen. Genauso. Nein, der Spieler nicht. Der hat momentan nicht die besten Karten. Aber er wird halt versuchen, hier Hartz-IV-mäßig irgendwas reißen zu wollen. Sammlerstück. Sammlerstück ist auch so eine Sache. Den Ausredomat kann ich schon mal weghauen. Ich komme mit der kleinen Aufmerksamkeit einmal rum und könnte zur Not noch das Sammlerstück einsetzen. Ach ja. Ich würde auch bis zur Geschäftsentwicklung kommen, aber mir fehlen halt ein bisschen Gold dafür. Bändet er das Ding jetzt schon? Er hat massenhaft Teleporter. Ach, das war's. Ja, einfach nicht die richtigen Karten auf die Hand gekriegt. Immer wieder kleine Karten. Also, ja, man sieht, es kann auch richtig schief laufen. Es war allerdings doch ziemlich knapp, aber zum Schluss einfach nicht die richtigen Karten auf die Hand kriegen. Ich hätte eine Runde mehr gebraucht, aber der Spieler wahrscheinlich auch. Ja, so kann es laufen. Alles klar. Das war die erste Folge mit dem Flickschuster. Ja, alles durch die Hölle geholt, also die Trauer spricht aus mir. Ich habe wirklich nur von den Inferno-Karten gelebt. Der Spieler hätte wahrscheinlich einfach auch eine Inferno-Karte ausspielen sollen, hätte ganz anders gehandelt und das Ding wahrscheinlich geholt. Aber nun gut, so ist es nun mal. Bis zum nächsten Mal.